Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 124 Nerhegib. Es war schon spät und wegen der überschrittenen Sperrstunde traf Severus auf seinem Weg zum Dachboden keinen einzigen Schüler an oder er sah nun niemanden, weil er gedankenverloren mit gesenktem Blick durch die Gänge wandelte. Im Westflügel des vierten Stocks erschrak er, als plötzlich eine Tür aufgerissen wurde. Auch Hermine hatte sich erschrocken. Huch, entschuldigen Sie bitte. Ich wollte nur Fellini rauslassen, sagte sie. Sie merkte sofort, dass mit ihm etwas nicht zu stimmen schien. Alles in Ordnung, Severus? Er riss sich zusammen und erwiderte mit angeschlagener Stimme. Ja, danke der Nachfrage. Wenn Sie mich entschuldigen würden, ich möchte meinen Rundgang fortführen. Ohne auf eine Antwort zu warten, ging er weiter und Hermine überlegte derweil, warum er gerade diesen Weg einschlug, wo der Astronomieturm sein bevorzugtes Ziel von hier aus doch so schlecht zu erreichen war. Fellini war bereits durch die Tür herausgegangen, um wie Severus seinen abendlichen Rundgang zu beginnen, nur dass er weniger auf Schüler achten würde, als eher auf krauchendes Getier und Mäuse, mit denen er sich die Zeit vertreiben wollte. Dem schwarzen Schatten ihres Professors schaute Hermine noch eine Weile nach, bis sie ihn nicht mehr sehen konnte, und erst dann schloss sie die Tür. Wie jeden Abend machte sie sich daran, Kapitel 10 häppchenweise durchzugehen, bis sich ihr vielleicht endlich etwas offenbaren würde. Es hatten sich bereits verschiedene Theorien in ihrem Kopf gebildet. Die wahrscheinlichste war ihrer Meinung nach jene, dass Severus magisch etwas bewahrt hatte, was er nun finden wollte. Doch sie hatte einfach zu wenige Informationen, um effektiv arbeiten zu können. Sie wusste nicht einmal, ob es möglich sein würde, die im Buch angesprochenen Dinge außerhalb des Körpers zu bewahren. Verkorkt in einem Fläschchen. Immer wieder dachte sie darüber nach, wer ihr bei des Rätsels Lösung helfen könnte. Doch Harry, so mächtig er auch sein mochte, wäre ihr sicherlich keine große Hilfe. Sie benötigte einen genauso klugen Verstand wie den ihren und mit einem Male fiel ihr eine Person ein, die sogar mit Leichtigkeit zu kontaktieren war. In seinem Schlafzimmer saß Draco an einem Tisch, neben der Hauptbeschäftigung, Gummischlangen zu verzehren, auch noch nebenbei die Hausaufgaben des Tages zu erledigen, was er als Last empfand. Hätte er sich damals rechtzeitig für die Schule angemeldet, hätte er mit Sicherheit zu einer kleinen Gruppe Schüler gezählt, die ihren UTZ außerhalb der Reihe beim Ministerium hatten ablegen dürfen. Er seufzte, als er die fertige Arbeit für Professor Flitwick auf den Stapel der erledigten Hausaufgaben legte, bevor er sich das Heft für Zaubertränke vornahm. Es juckte ihn in den Fingern, nicht die gestellten Fragen zu beantworten, sondern einfach zu schreiben. Du weißt doch, dass ich alles beherrsche. Allerdings hatte Draco mit seinem Todesserkostüm bereits 170 Hauspunkte verloren, weswegen er sich dazu zwang, auch diese Hausaufgaben gewissenhaft zu erledigen. Vielleicht konnte er sogar Bonuspunkte erhaschen, wenn er sehr ausführlich arbeiten würde, hoffte er. Es klopfte und die Ablenkung hieß er willkommen, sodass er fröhlich »Herein«, rief. Für einen Moment schaute er seinen Gast verdutzt an, denn es handelte sich dabei um Hermine. »Was kann ich für dich tun?« fragte er höflich, während er mit einer Hand auf den leeren Stuhl neben sich deutete, damit sie Platz nehmen konnte. Das dicke Buch unter ihrem Arm
war ihm natürlich nicht entgangen, so dass er gleich fragte. Was ist das? Sie legte das Buch auf den Tisch, setzte sich und erklärte. Ich denke, das hat mit Severus zu tun. Sie schlug ein bestimmtes Kapitel auf, schob es vorbei an der Tüte der Gummischlangen zu ihm hinüber und gab offen zu. Aber ich komme nicht allein dahinter. Ich brauche Hilfe. Endlich war Severus an der Tür zum Dachboden des Westflügels angelangt. Diesen Weg hatte er selten benutzt. Weil es hier keine Räume oder kuschelige Nischen gab, die Schüler für ihre hormonell bedingten nächtlichen Ausflüge nutzen konnten. Seufzend griff er in seine Innentasche und tastete gleich neben seinem Herzen nach dem Zauberstab, mit dem er die Tür öffnen wollte. Albus hatte ihm die Schutzzauber genannt, die es zu überwinden galt, um den Dachboden betreten zu können. Nach einigem Wutschen und Wedeln öffnete sich die Tür laut quietschend und er machte sich nicht die Mühe, sie hinter sich wieder zu schließen, damit zumindest ein wenig Licht vom Gang hereinscheinen konnte. Doch das half leider wenig. Drinnen war es stockfinster. So finster, dass Severus einen Lumos anwenden musste. Die ersten Schritte nahm er problemlos, doch sehr bald stieß er an verschiedene Gegenstände, die bereits seit vielen Jahrzehnten hier untergebracht waren. Es handelte sich um Bänke, Stühle, Tafeln, Unmengen an Büchern, ausrangierte Schulbesen und einige Gegenstände, die ehemalige Lehrer einfach zurückgelassen hatten und die Albus nicht wegwerfen wollte. Hier oben hatte Minerva, die es dem Direktor gleich gemacht hatte, nach dem 6. Schuljahr auch das persönliche Hab und Gut von Draco und ihm aufbewahrt. Mit hin- und herschwingendem Zauberstab schuf Severus sich einen begehbaren Pfad, bis er an eine weitere Tür auf dem Dachboden stieß, hinter welcher sich der Spiegel Nerhegib befinden sollte. Albus hatte gründlich gearbeitet, denn auch diese Tür war mit Schutzzaubern versehen, die Severus jedoch, weil sie ihm bekannt waren, ohne Mühe überwinden konnte. In diesem Raum befanden sich Fackeln an den Wänden, die er mit einem Incendio entflammte. Zunächst ließ Severus seinen Blick durch den Raum schweifen, bis er ihn in der Mitte auf dem verhüllten Gegenstand ruhen ließ. Hier war neben dem durch ein burgunderfarbenes Tuch bedeckten Spiegel nichts anderes untergebracht. Einmal tief durchatmend näherte sich Severus dem verhüllten Gegenstand. Er stellte sich seitlich davor, bevor er das Tuch mit dem Stab nach oben hinweg entfernte und es in der Luft hängen ließ. Mit zögerlichem Blick betrachtete er den hölzernen, kunstvoll verzierten Rahmen des Spiegels, bevor er sich dazu entschloss, zunächst die Rückseite nach Schäden abzusuchen. Doch die Fläche war, bis auf die normale Holzmaserung, ebenmäßig glatt. Keine Risse waren zu erkennen, sodass Severus wieder um den Spiegel herumging, sich jedoch nicht direkt vor ihn stellte, denn dann würde Nerhegib ihm seinen größten Wunsch zeigen. Mit Hilfe seiner Hände tastete er auffällig aussehende Stellen ab, die sich jedoch allesamt als nicht beschädigt herausstellten. Der Spiegel war völlig intakt. Bewegungslos verharrte Severus seitlich neben dem Spiegel und er dachte darüber nach, was er wohl sehen würde, sollte er sich direkt vor ihn stellen. So wie ein Patronus sich ändern konnte oder gar der eigene Irrwicht, so konnte sich im Lauf des Lebens natürlich auch der größte Wunsch einer Person ändern. Severus ging fest davon aus, dass der Spiegel ihm etwas anderes zeigen würde als vor 20 Jahren. Dieser einstige Wunsch hatte sich bereits dank Harry erfüllt, denn er hatte sich damals nichts mehr ersehnt, als den dunklen Lord ein für allemal tot zu sehen. Severus fand nicht den Mut, um selbst in den Spiegel zu blicken. Stattdessen überlegte er, was andere Menschen in ihm sehen konnten.
Lupin würde sicherlich sich selbst in einem schicken schwarzen Anzug neben Tonks vor dem Traualtar stehen sehen, während Albus Minerva an seiner Seite erblicken würde oder gar nichts außer sich selbst. Und Linda? Sie würde vielleicht ihren verstorbenen Mann neben sich sehen. Bei Molly war Severus sich ziemlich sicher, dass sie Bilder einer pompösen Hochzeit von Harry und ihrer Tochter erspähen könnte, die zudem ganz ohne Patzer ablaufen würde. Severus fragte sich ernsthaft, was Hermine erblicken könnte. Womöglich die Anerkennung der magischen Gesellschaft und eine Willkommensfeier, die die großen Zaubertränkemeister aus aller Welt für sie geben würden. Und Harry? Der würde die junge Miss Weasley sehen, vermutete Severus. Aber es war auch wahrscheinlich, dass sich Harrys und sein eigener größter Wunsch sehr ähnlich sein könnten. Mit einem Zauberspruch bedeckte Severus den Spiegel wieder, bevor er alle möglichen Schutzzauber erneut anwandte und den Dachboden kurz darauf niedergeschlagen verließ. Zur gleichen Zeit knisterte bei Harry und Ginny der Kamin und es kündigte sich kein geringerer als Ron an. Hey Leute, kann ich vorbeikommen? Wollte der Rothaarige wissen. Er war willkommen und im Nu war er durch den Kamin ins Wohnzimmer seiner Schwester und seines besten Freundes gelangt. Ron, was für eine Überraschung, sagte Harry begeistert, bevor er ihn stürmisch begrüßte. Ohne Angelina? Wollte Harry wissen. Die ist mit Freundin unterwegs. Ich wollte mal bei euch vorbeischauen, weil wir doch in den Wintermonaten mit dem Training aufhören und weil jetzt schon so viel Schnee liegt. Er ließ sich auf das Sofa plumpsen und erklärte. Naja, ab und an werden wir schon noch trainieren, aber momentan habe ich einfach sehr viel Freizeit. Er betrachtete den Tisch vor sich und sagte danach schmunzelnd. Wisst ihr, was hier fehlt? Ein Schälchen mit Süßigkeiten. Harry lachte, zauberte ihm jedoch den gewünschten Gegenstand herbei, sodass Ron über die Schokofrösche herfiel und mit vollem Mund nörgelte. Die haben jetzt die Karten wieder mit 9 Zauberern aufgestockt. Das heißt, mir fehlen wieder 23 Karten statt nur 3. Ich werde alle aufheben, versicherte Harry, der sich nun neben Ron setzte. Ginny ließ sich ebenfalls neben ihrem Bruder nieder, weshalb er sich ihr zugewandt und grinsend fragte. Und wie geht's meinem Neffen? Der schläft, antwortete sie knapp. Mensch, der kann nicht mal wach sein, wenn sein Lieblingsonkel zu Besuch kommt. Sie musste herzlich lachen, bevor sie sagte. Hahaha, das wird sich erst noch herausstellen, ob du sein Lieblingsonkel sein wirst. Oh, das werde ich sein, sagte Ron, der plötzlich etwas aus einer Hemdtasche zog und es Ginny überreichte. Das ist ein Geschenk für Nikolas, fügte er hinzu, bevor dem Gegenstand mit seinem Zauberstab die normale Größe wiedergab. Es handelte sich um eine weiße Stoffeule. Als ich die gesehen habe, musste ich gleich an Hedwig denken. Als die neben dem Fenster auf ihrer Stange dösende Eule ihren Namen vernahm, drehte sie ihren Kopf. Aber das Schönste ist... Ron tippte die flauschige Stoffeule mit dem Stab an und sie begann mit sanften Flügelschlägen in der Luft zu schweben. Versuch mal, nach ihr zu greifen, forderte Ron. Ginny streckte ihre Hand aus und da stieß die Eule ein wohlig glirrendes Schuh aus. Die Eule betrachtend, sagte Harry, du hättest mir auch eine mitbringen können. Sein Freund giggelte und erklärte. Du hast das Original, mein Guter. Ginny brachte das neue Spielzeug ins Schlafzimmer und als sie unter 4 Augen waren, fragte Ron. Hey, ist Hermine noch bei Snape, oder? Ich kann sie mal anflohen, ob sie oben ist, bot Harry an, während er sich schon zum Kamin begab. Oben? Ich dachte, sie wohnt in den Kerkern. Sie ist nach oben gezogen. Es war ja wohl doch zu dunkel hier unten. Jetzt wohnt sie im 4. Stock, bei der Bibliothek. Und sie hat sogar einen Balkon, sagte Harry stolz. Denn er hatte es befürwortet, dass die blasse Hermine wieder etwas Tageslicht sehen würde.
Floh sie an, sie soll runterkommen, wenn ich schon mal hier bin, sagte Ron mit Vorfreude in der Stimme, denn er hatte sie lange nicht mehr gesehen. Während Harry am Kamin nach Hermine rief, versank Ron in Gedanken. Harry hatte ihm von dem Vorfall mit den dunklen Künsten erzählt und dass Hermine es vermissen würde, wie früher mit ihren engsten Freunden zusammen zu sein. Das war unter anderem der Grund, warum Ron heute hier war. Er wollte Hermine sehen. Andererseits hatte er heute sowieso Zeit, denn Angelina unternahm kaum etwas mit ihm zusammen, sondern suchte die Abwechslung bei ihren Freundinnen. »Sie ist nicht da«, sagte Harry verwundert, womit er Ron aus seinen Gedanken riss. Ron blickte auf die Uhr an der Wand und fragte. »Wird doch um diese Zeit wohl nicht mehr bei Snape sitzen? Nimmt er sie zu hart ran? Hermine braucht doch mal etwas Zeit für sich.« Mit gespitzten Lippen schüttelte Harry den Kopf, bevor er sagte, »Ich kann mir nicht vorstellen, aber ich kann mal in sein Büro anflohen.« Nach weniger als einer Minute kehrte Harry vom Kamin zurück. »Es geht keiner ran«, sagte er nachdenklich. Die Sorge in Harrys Stimme war Ron nicht entgangen, weswegen er wissen wollte. »Es wird doch wohl hoffentlich nichts passiert sein.« »Keine Ahnung, aber vielleicht stellen sie wieder irgendwas an.« Rons Augen wurden ganz groß, bevor er fragte. »Inwiefern?« Lachend setzte sich Harry wieder neben ihn und erklärte. »Die waren neulich mal am See bei Albus Grab und wollten es öffnen.« »Spinnen die beiden? Das ist Störung der Totenruhe.« Ron stutzte über seine eigenen Worte. »Naja, es wäre... Ich meine, Dumbledore läuft ja munter hier im Schloss herum. Haben sie was gefunden?« »Sie haben herausgefunden, dass es sich bei dem Grab um einen massiven Marmorklotz handelt. Da ist keine Leiche, weit und breit«, schilderte Harry. Beide Augenbrauen wanderten bis zu seinem Haarensatz hinauf, bevor Ron schelmisch sagte. »Da hat uns der alte Knabe ganz schön an der Nase herumgeführt.« »Vor allem finde ich es geschmackslos, dass das Grab immer noch existiert«, sagte Harry mit gekräuselter Nase. »Geschmacklos ist das gar nicht mal«, wiegelte Ron ab. »Aber hast du eine Ahnung, wie viele Aschenbecher man daraus meißeln könnte?« Harry lachte über Rons Bemerkung, bis Ginny ins Zimmer zurückkam, mit Nicholas auf dem Arm. »Hier, Ron, dein Neffe ist wach. Bei dem Gegacker. Hier im Wohnzimmer hätte ich auch nicht schlafen können«, sagte sie, während sie ihm den Jungen reichte. Nebenbei, mit seinem Neffen schmusend, fragte Ron. »Habt ihr beide den Tagespropheten verfolgt?« Ein wenig erbost, erklärte Harry. »Den lese ich aufgrund persönlicher Abneigung sehr selten.« »Dann habt ihr nicht mitbekommen, dass Lucius Malfoy ein Verfahren mit Veritaserum Plus angestrebt hat?« Da Harry und Ginny den Kopf schüttelten, erzählte Ron. »Dad sagt dazu kaum etwas, weil er als Minister die Hintergrundinformationen nicht einfach so weitererzählen darf. Aber ich habe nicht nur den Tagespropheten verfolgt, sondern mich auch nebenbei schlau gemacht.« Es erstaunte Harry ein wenig, dass Ron eine Eigenart an den Tag gelegt haben soll, die man eigentlich nur Hermine zuschreiben würde. »Der Verhandlungstermin ist der 12. Januar.« »Schon?«, fragte Harry überrascht nach. Ron nickte und fuhr gleich darauf fort. »Veritaserum Plus ist ein ziemlich übles Zeug, hat mir Tonks zumindest erzählt. Du antwortest nicht nur wahrheitsgemäß auf eine Frage, sondern schilderst auch alles andere, was zu diesem Zeitpunkt und an diesem Ort geschehen war. Wenn ich dich fragen würde, ob du heute früh in der großen Halle gefrühstückt hast, Harry, dann würdest du nicht nur mit Ja antworten, sondern mir auch haarklein erzählen, was du gegessen hast, womit du vielleicht geliebäugelt, aber nicht angerührt hast, wer noch alles in der großen Halle zu diesem Zeitpunkt anwesend war, in welcher Anordnung die anderen an den Tischen gesessen haben, was sie getragen haben.« »Ich verstehe schon, Ron«, sagte Harry mit einer stoppenden Geste seiner Hand. »Das ist das, was Lucius Malfoy angefordert hat, Harry. Er will so eine Verhandlung und wenn ich ehrlich sein darf, das wird mit Sicherheit eine richtig interessante Verhandlung werden.« Skeptisch kniff Harry die Augen zusammen, bevor er wissen wollte. »Und warum sagst du mir das?« Ginny bekundete ihre Vermutung. »Ich hoffe nicht, Ron, dass du die Verhandlung besuchen möchtest.« »Natürlich. Das will ich mir anhören, was dieser fiese Kerl alles zu sagen hat.
Ich könnte wetten, dass er uns auch alle erwähnen wird, denn immerhin wird man ja wegen des Vorfalls im Ministerium während unseres 5. Schuljahres verhören, sagte Ron enthusiastisch. Den Kopf schüttelnd sagte Harry, ohne mich, Ron. Ich werde da nicht hingehen. Mir ist egal, was Malfoy Senior zu berichten hat. Er wird für seine Taten hoffentlich nach Azkaban gehen. Für einen Moment musste er an Draco denken und er bereute seine Aussage. Bei deinem Glück, Ron, begann Ginny, findet die Verhandlung sowieso unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Beleidigt verzog Ron das Gesicht, während er seine kleinen Finger von Nicholas ergreifen ließ. Wollen wir Hermine suchen gehen? Sie kann ja nicht weit sein. Bibliothek, Labor oder auf einem der entsprechenden Gänge, schlug Harry vor. Suchen gehen? Warum schaust du nicht auf der Karte des Rumtreibers nach? Suggerierte Ron. Nein, das möchte ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass es zu sehr in ihre Privatsphäre eindringt. Außerdem gibt es Dinge, die möchte man einfach nicht wissen, erwiderte Harry. Mit hochgezogener Augenbraue fragte Ron. Was denn für Dinge? Naja, einmal spätabends, da habe ich nach Hermine auf der Karte gesucht. Sie war gerade auf dem Weg in ihr Zimmer vom 4. Stock. Gleich in der Nähe ist ja die Bibliothek. Und da habe ich den Namen von Filch und Pins gelesen. Die beiden standen sehr, sehr dicht beieinander. Das sind Informationen, auf die ich wirklich verzichten kann, schilderte Harry. Ginny kicherte, bevor sie sagte. Ich habe es früher schon immer geahnt. Den Jungen gab Ron an Ginny ab, bevor er zu Harry sagte. Dann mal los. Suchen wir Hermine. Wenn ich schon hier bin, dann soll sie auch was davon haben. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.